Hier jetzt für alle Einsteiger mal ein Video, wie man einen Taekwondo-Gürtel bindet. Also ich habe hier den Gürtel. Als erstes nehme ich die beiden Enden, lege sie aufeinander, ziehe hier rüber, dass ich hier genau die Mitte des Gürtels habe. Die Mitte des Gürtels wird auf den Bauch gelegt. Die eine Seite ziehe ich hier nach hinten und die andere Seite hier oben drüber. Dass hier beide übereinander sind und ich ziehe beide Gürtelenden nach vorne. Ich habe dann ein Gürtelende unten drunter, das andere Gürtelende oben drauf. Dann kann ich hier an der Seite noch gerade ziehen, dass die beiden Bahnen genau übereinander sind. Das ausschaut wie eine einzige Gürtelbahn. Der vordere Teil schiebe ich unter beiden Gürtelbahnen durch und ziehe hier einmal fest. Dann kann ich schon mal kontrollieren, ist die Länge richtig. Wenn es jetzt zum Beispiel so ausschaut, die eine Seite ist viel länger als die andere, muss ich in Richtung der kürzeren Seite ziehen. Ich ziehe hier rüber, das Ganze wird gerade gemacht, so, und ich habe beide Enden gleich. Der obere Teil, den ziehe ich für den Knoten hier unten durch. Wichtig ist dabei, dass man nochmal darauf achtet, dass die Gürtelbahnen nicht verdreht sind, okay? Und dann hier festziehen. Beide Gürtelenden sind gleich lang. Und ich habe meinen Gürtel gebunden. Es gibt noch eine zweite Variante, wie ich den Gürtelknoten binden kann. Es kann sein, dass das für die Kinder jetzt vor allem ein bisschen einfacher ist, weil die Gürtelmitte auf dem Bauch und mit beiden Armen hinten rum und das Überkreuz nach vorne ziehen, ist vielleicht manchmal ein bisschen schwer für die Kinder. Für die Kinder könnte man folgende Version nehmen. Also erst einmal ein Gürtelende lege ich auf den Bauch. Das soll hier, was übersteht, so sein wie beim fertigen Gürtelknoten, von der Länge ungefähr. Ich kann die andere Hälfte, dazu nehme ich den Gürtel jetzt hier hinter, die andere Hälfte kann ich hinten am Rücken vorbeiziehen, hier bis nach vorne und hier lege ich sie übereinander. Okay? Ich habe jetzt quasi eine Gürtelbahn, der Gürtel hängt hier, der Rest noch runter. Ich zeige es von hinten, jetzt ziehe ich diese Gürtelbahn weiter. Ich kann vorne, weil der Gürtel ja übereinander ist, auslassen und kann hier mit beiden Händen die andere Gürtelbahn weiterziehen, bis nach vorne. Jetzt bin ich genau an der Stelle, wo ich vorhin war, wenn ich das mit beiden Händen gemacht habe. Ich habe mich jetzt nur einmal im Kreis gedreht und habe quasi den Gürtel von einer Seite aufgewickelt, um mich herum gewickelt sozusagen. Hier auch, der obere Teil geht unter beiden durch. Hier, dann einmal auf Spannung ziehen, schauen, dass die Gürtelenden wieder gleich lang sind. Hier gilt dasselbe wie vorhin, wenn ich mich ein bisschen verschätzt habe und das Ganze zum Beispiel so ausschaut, dann muss ich in Richtung des kürzeren Endes ziehen. Hier ist das kürzere Ende, in die Richtung muss ich weiter drehen und dann kann ich wieder schauen, dass es gleich lang ist. Sobald es gleich lang ist, hier wieder den Knoten machen und wieder darauf achten, dass der Gürtel nicht ineinander verdreht ist, nur dann hält er auch gut. So, und fertig.